Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny. Entschuldigung. Und ich melde mich diesmal aus der Alpha vom PvP-Server. Und ja, mache jetzt mal ein BG mit euch. Im Stream habe ich das ja schon gemacht letzte Woche. Ja, heute ist schon Montag. Sieht man hier oben. Moment, Genen. Ja, das werde ich auch in der Alpha nicht los. Ja, nee, ich habe hier schon einige BGs gemacht. Bin, Honor Level 21, auf dem Weg zu 22. Das ist schon einiges, was ich gemacht habe. 50.000 braucht man bis zum Ende. Ich glaube, irgendwas um die... Sind das jetzt 20.000? Ja, also 15.000 sind das, glaube ich, jetzt ungefähr, die ich gemacht habe. Mache jetzt hier mal Gilneas mit euch. Ja, also nicht wundern, wenn es jetzt irgendwie total komisch aussieht und jeder dann... gibt der Leute, warum macht der nicht das, der ist blöd und so weiter. Ja, ich kenne halt nicht alles, ne? Ich kenne halt die Gegner nicht so genau. Klar, ich habe jetzt schon etliche BGs gemacht, aber man entdeckt ja immer wieder was Neues und in manchen Situationen bin ich einfach dann noch ein bisschen überfordert. Talentwahl ist meines Erachtens hier mal so, Auge um Auge, Crusader Flurry, Faust der Gerechtigkeit, Klinge der Tugend, Wort der Helligkeit, eigentlich mehr zum Supporten ein bisschen, Divine Steed, Blessings of Justice, da bin ich aber noch am Überlegen. Ich habe probiert, die Honor-Talente sind hier, das Medaillon, verstärkte Rüstung, Jurisdikation, heiliges Ritual, die Vengeance-Aura und Recht, das Rechtbringer, genau. Wenn natürlich da, also, wie gesagt, wenn Fragen sind, sage ich gleich ab damit in die Kommentare. Ich beantworte den Kreml sobald machbar oder auf Twitter, gleich im Voraus schon mal. 10 Sekunden geht's los. Nur mal so zur Info, so sieht das hier bei den Gegnern aus. Heiler sind, wenn ich das richtig sehe, irgendwie keiner da. Das heißt, wir sind grundsätzlich auf uns alleine gestellt. Nicht wundern, viele Zahlen. Also beim Retri sind die ein oder anderen Sachen buggy und irgendwie in Anführungszeichen mal underpowered, sage ich jetzt einfach mal. Aber bei anderen ist es einfach übertrieben. Und da stimmen auch Zahlen nicht. Das Tuning steht alles noch aus. Also alles ein bisschen mit Bedacht sehen. So, haben wir Idioten? Ja, zwei Stück. Da kommen sie auch schon. Nicht wundern, dass es geht alles ratzfatz. Es geht wirklich schnell. So, mal gucken. Ja, da ist nämlich ein Shadow wieder. Die sind ziemlich stark, den kenne ich. Ein paar Mal die Ehre gehabt. Ja, schön, jetzt ist hier niemand. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich sterben. Ja, muss man schon bubbeln. Es geht alles recht flott. Da ist die Dispersion raus. Gibt's mal den Stun ab. Vengeance an. Nee, das könnt ihr schon vergessen. Das Thema ist schnell. Ich werde jetzt gleich sterben. Das passiert halt, wenn die Leute abhauen. Ja, muss man gleich tot geben. Hätte ich eigentlich gar nicht rein dürfen. Das, ja. Ist halt jetzt wirklich blöd. Aber gut, was willst du machen? Hier ein lustiger Bug. Das Schwert ist doppelt so groß wie ich. Was einsteckt, zack, wird's kleiner. Aber so, nebenbei. Das ist aber nur bei Tau und so. Das sieht man bei Armskriegern ganz gut, wo deren Schwert dann, glaube ich, dreimal so groß ist wie sie selbst. Das ist natürlich hochinteressant. Na komm schon. Auch hier, die Leute spielen nicht wirklich optimal, also da darf man echt nicht wirklich was drauf geben. Mir geht es einfach nur darum, mal ein bisschen noch Einblick zu bringen, ein bisschen mal freier zu sprechen im Stream, weil da gehe ich halt auch ein bisschen auf die Fragen ein, beziehungsweise da ist halt auch dann die Qualität von der Aufnahme deutlich schlechter, weil höher geht's halt nicht. Ich bin kein entsprechender Partner von Twitch, entsprechend kann ich da nur bis zu einem gewissen Level hochstellen, was die Qualität betrifft. So, da hinten sind wir sinnlos am Zergen. Wir gehen mal hier hin. Wo sind da jetzt? Einer, zwei. Der lebt noch. Kriegst eine Bob. Wirklich supporten kann man nicht wirklich als. Das muss man mal dazu sagen. Also, es geht einigermaßen. Es ist bei weitem nicht so viel, wie es mal war. Und das wird wahrscheinlich ja, auch unbedingt mehr werden. Da ist eine Eule. Die nehmen wir uns mal vor. Falsche Taste. Nein. Nein. Ich halte. Ey, ich habe ihn gekickt. Ich hasse es. Ich hasse es. Wieso kann ich ihn nicht kicken? Na komm, sterben. 3, 4. Schild an. Das hat er. Und so, jetzt sterben wir. Ja, tot. Keine Chance. Hauptsache die Eulen rumgehauen. Auch bei den Zahlen hier, das was ihr seht, das sind hier Millionen in der Regel, ne? 6,7 Millionen, 3,4 Millionen.
Das ist normal, weil hier Crits von 500, 600k dann mit CDs oder mehr üblich sind. Aber klar, bei entsprechend viel Live, so 2,5, 2,6 Millionen haben die Leute hier im Schnitt mit dem Equip. Das sieht im Übrigen dann so aus. Da habt ihr nochmal ein paar Zahlen dazu. Das ist jetzt bei mir, beim Red. Das sieht bei anderen natürlich wieder anders aus. Blizzard hat ja die Werte festgesetzt. Und die werden dann entsprechend angepasst, wenn sie der Meinung sind, eine Fähigkeit etwas ist zu stark oder zu schwach. Da ist irgendwo ein Shadow. Ja, vieles ist halt irgendwie übertrieben. Tanks zum Beispiel. Kann man in der Regel kann man so nicht töten. Die töten alles und heilen ohne Ende. Also wenn so ein Tank 50 Millionen Schaden macht, dann macht die auch 50 Millionen Heal. So, dich holen wir mal. Versuchen wir mal, ihm mal gefährlich zu werden. Das wird gegen den Shadow Scheiß schwer. Da ist nämlich noch ein Schurke, das sehe ich eben erst. Jetzt haben wir verloren. Ich habe nämlich nichts. Gut, damit muss man leben. Wie gesagt, wenn die Zahlen soweit angepasst sind, dann sieht das auch ein Ticken anders aus. Solange sie nicht bei uns großartig an den Zahlen irgendwie was nach unten schrauben, denke ich, eigentlich wird sich das irgendwo die Waage geben. Ja, hier. Ich sehe das mal vielleicht. Das Ding ist gefühlt fast dreimal so groß. Ne, doppelt so groß, Entschuldigung. So, da ist Ink. Also, war erwartet jetzt nicht hier High-End-Gameplay. Das könnt ihr echt nicht erwarten. Das geht auch überhaupt nicht. Vor allem nicht, wenn die Truppe, die eigene Truppe nicht mitspielt. Das kann man wieder vergessen. Tja, One-on-One können wir auch nicht suchen, weil irgendwie alle nicht verteilt sind, sondern das ist der Schurke. Ne, da brauche ich gar nicht hingehen. Das ist eigentlich Quatsch, da hinzugehen. Na, vielleicht können wir da ein bisschen was machen. Mal verlangsamen. Freedom. Was machen wir uns dann? Ach, okay. Ja. Hauptsache noch alles rausgehauen. Tja, kommt man da nicht wirklich voran. Ne? Ist halt etwas ätzend. Aber gut. Also wie gesagt, was will man machen? Ich werde die Tage eh dann noch, also BGs werde ich so mitgehen. So. BGs werde ich so oder so machen. Ich werde auch wahrscheinlich hier weiterhin die ein oder anderen Aufnahmen machen. Spätestens zu einem neuen Bild. Ich werde auch gucken, dass ich mir vielleicht ein bisschen mehr streame. Mal schauen. Je nachdem, wie ich da Lust dazu habe. Gestern auch mit einem Mitspieler aus dem Forum Sachen mal ausprobiert, paar Bugs festgestellt, weitergeleitet, also gemeldet und so Geschichten. Muss ja auch mal gemacht werden. Gibt ja diese Diskussion über hier, das Talent Gleichheit. Ja, gut. Ich weiß eigentlich nicht, was sich da so aufgeregt wird. Jetzt nicht nachvollziehbar. Ah, Joey Fernandez. Was ist denn das? Ah, scheiße. Knapp. Müssen wir doch abhauen. Ja, das ist halt auch wieder sowas komisches. Der Bladestorm vom Krieger ist so abartig stark. Der haut da zwischen 400 und 600k raus. Das ist einfach dumm. Also das ist halt wieder sowas, wo ich sage, das ist einfach nur dumm. Weil, das ist wirklich sinnlos. Keine Chance. Nee. Gegen so viel Mini-Power. Hat er noch einen Heilpriester dabei? Ich glaube, da ist sogar ein Heiler dabei. Stimmt die Anzeige hier nicht? Nee, das ist der Shadow. Doch, hier ein Heiler. Also, haben sogar einen Heiler dabei. Und die werden wahrscheinlich in der Gruppe sein. Ich hatte gestern BGs gemacht und habe schon immer Bajira noch dabei gehabt, als im Gegnerteam. Und natürlich habe ich mir den Stream angeguckt und daher weiß ich, der hat halt Mitspieler dabei gehabt. Das war klar. Ah,
Oh, natürlich. Jetzt haut er ab. Da krieg's Kotzen. Wo werde ich denn jetzt schon wieder angegriffen? Von da hinten. Also. Ja. Ist zwar suboptimal von mir irgendwo jetzt. Ich wollte aber halt den Schurken umhauen. So, jetzt werde ich über dem Scheißding geballert. Also, das ist abnormal Schaden, einfach, was man da abkriegt. Bei manchen so. Schurke wieder hier. Ja. Ja, die spielen alle zusammen. Das sieht man. Oh, gucken, ob wir irgendwas machen können. Wer ist denn hier? Keiner sichtbar. Ist wahrscheinlich ein Schurke oder ein Hunter. Ah, nö. Der Priester, der Shadow. Halte die noch weg, dann kann ich tappen. Jupp, super. Cool, hat ja geklappt. Sofort, nein. Das ist nicht uns. Wer hat das jetzt genommen? Der Hunter. So, da kommt nix. Mine haben wir noch. So ein Eintritt. Nein, ich gehe jetzt hier nicht weg. Mage? Ah, ne, der Shadow. Habe ich das Gefühl, funktionieren auch nicht wirklich. Ja, der heilt sich hoch, ne? Ah, jetzt hat er das Persian an die Sau. Das ist jetzt auch wieder was. Ich komme hier nicht hinterher. Der sprintet hier weg. Ja, ich sterbe jetzt. Ich kann noch nichts dagegen tun. Guck. Das ist halt wieder was, ja. Was hat mich da umgebracht? Ja, Schattenwort Tod. 400k. 100k Vampirberührung. War die kritisch? Ne, war nicht kritisch. Ah ne, war doch kritisch, aber trotzdem. Also das sind halt jetzt wieder so Sachen, das ärgert tierisch und es kotzt ehrlich gesagt auch an. Ne? Aber was will man machen? Es ist halt einfach nicht balanced im Moment, nicht mal ansatzweise. Von daher muss man halt damit klarkommen. Nein, das könnt ihr mir glauben, diese 21 PvP-Level hier. Das ist kein Spaß gewesen. Wer den Stream gesehen hat, wird das auch vielleicht irgendwo merken. Sobald die Gegner ein bisschen was drauf haben, oder den Gegner in dem Falle mich ein bisschen besser kennen, hat man arg Probleme. Zumal ich halt die Gegner so kaum kenne, weil ich da mich so nicht mit befasse. Ja, das ist echt ein Grotten-BG. Brauche ich gar nicht hingehen. Gegen den kann ich nichts tun. Immun, ja, das habe ich nicht geguckt. Ach, lass mich in Ruhe. Ja, natürlich. Keine Chance. Was hat mich da jetzt umgebracht? Über die 300 Meter? Ja, klar. 15 Meter hinrichten, wenn ich mich nicht irre. Aber gut. Ach ja. Tja, vor allem Schurken, ne? Schurken und Shadows, die hauen rein. Gut, ich weiß nicht, was bei Schurken ist, aber... wie heißen sie? Shadows haben beide ein Execute. Das ist auch wieder was, was ich nicht verstehe. Hunter haben es, glaube ich, nicht. Krieger haben es. Aber ein Shadow hat es trotzdem. Das ist was ich persönlich jetzt nicht so verstehe. Warum hat ein Shadow weiterhin noch ein Execute? Ja, da, super. Versuchen wir mal. Ja, jetzt sterbe ich, weil ich im Hintergrund erschlagen werde. Angucken wieder nicht. Gucken wir mal wegkommen. Nicht wirklich. Ne, mit dem Heiler als Gegner kommst du nicht weit.
Außerdem kann ich jetzt irgendwie umhauen. Nee, als Schaf, nee, als Ding. Ha, er ist down. Hallo, Target. So, ich bin jetzt nicht ins Target gekommen. Bleibst hier, Freund, verpiss dich. Ah, gut, dann kommt halt der Schurk und tötet mich. 24-0 Schurk, das ist nicht ihre Aufgabe, aber gut. Alle Zahlen kommen noch. Ja, ich bin im Moment so ein bisschen sarkastisch. Weil es halt, man merkt da vielleicht so ein bisschen die Anspannung und das Ärgernis drüber, dass manche Dinge einfach wirklich total bescheuert sind. Demon Hunter, die dich innerhalb von Tanks, die dich innerhalb von zwei Globals komplett aus Latschen hauen und derzeit nur durch Dauerstun tötbar sind. Weil sie in der Zeit 100% Life-Leash haben und ja, zwischen Talent war das, glaube ich, brauchst du gar nicht hingehen. Ja, jetzt wäre ich wieder hier. Was ist das da? Irgendwelche sinnlosen Schadensdinger da. Natürlich, was hält mich denn jetzt auf? Ein Feral. Ja, dauerst dann, natürlich. Halt's Maul. Ich sterbe eh. Ja. Was hat denn da den dicken Damage gemacht? Mal gucken. Schlag, Krallenhieb. Schreddern, Krallenhieb, wilder Biss. Krallenhieb, Schreddern, Schreddern. Du hast zweimal Schreddern mit 600k, schön, ne? Braucht man sich halt nicht wundern, ne? Da ist nix. Nee. Jetzt sind wir eigentlich nur Überzahl. Scheiße, was ist da? Hier wieder Schaden ohne Ende. Und ich kam halt auch nicht raus. Das Pferdchen hat mir da nicht geholfen, weil ich ja geslowt bin. Also die Mobility ist schon arg beschissen. Es geht zwar irgendwo, aber habt ihr eben gesehen, also da kamst du überhaupt nicht raus. Den Schurken kannst du wahrscheinlich auch nichts machen. Dann kann man stunnen, dann kann man verlangsamen. Kann man ihn töten? Da ist er down. Warum hat der mich jetzt nochmal angegriffen? Muss ich nicht verstehen. War gleich jetzt der erste Kill zu dritt. Ja, 1 zu 10. Das seht ihr mal. Aber hier. Merkst es halt einfach, wenn die Gegner einen Heiler haben und zusammenspielen. Keine Chance. Okay, wird schon mal nicht angezeigt. Ich habe hier die Vengeance Aura an. Das heißt, wenn jemand in einem Umkreis von 40 Yards die komplette Kontrolle über seinen Charakter verliert, wird mein verursachter Heiligschaden und meine kritische Trefferchance um 3% erhöht. Du kriegst einen Stun. Wir können ihn töten, wir können ihn töten. und das stackt bis zu 10 Mal, hält 10 Sekunden an. Dachte eigentlich, das wird hier reingerechnet, aber wo erhöht sich denn mein Schaden um 13%? Ach, natürlich, klar. Vielseitigkeit. Okay, da ist der Schurke weg. Und zap. Genau, Vielseitigkeit nur bei mir ein Trade. Ach, der Schurke ist da oben. Mit dem kann ich leider nicht helfen. Brauch ich gar nicht hingehen. Tja, bringt nix. Zu viel Schaden. Das hat mich jetzt wieder alles umgebracht. Gut, Execute. Zusätzlicher Angriff, 120k. Wahrscheinlich kritisch. Ach ja. Hinrichten. Froststoß.
Ach ja. Ja, es frustriert halt schon. Ja, da ist es endlich vorbei. Also war jetzt alles andere als unterhaltsam, das weiß ich. Aber geht davon aus, ich habe einen Großteil meiner Begegnungen laufen so ab. Spätestens wenn halt eine Gruppe dabei ist. Und im Moment ist Joe Fernandes mit ihm im Heiler und der eine Shadow dabei und hast du dann einfach wenig Chance. Aber gut, wie dem auch sei, so sind halt die BGs, ne? Es geht ja erstmal um den Eindruck generell so ein bisschen. Wie gesagt, ich werde auch immer noch das ein oder andere Mal streamen, wenn ich Lust habe. Werde auch hier mal die eine oder andere Aufnahme machen. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, wenn was sein sollte, ab damit wie immer in die Kommentare oder auf Twitter und oder auch ins Forum, ja? Also wenn Fragen sind dazu, stellt sie. Bei Gegebenheit kann ich die natürlich beantworten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss!